kurz bitte. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind nicht allein. Abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Glocke und verpassen Sie keine neuen Videos über Erich von Däniken, die Paläoceti, Präastronautik, Mysterien und ungelöste Rätsel der Geschichte. Folgen Sie mir auf Facebook und Instagram. Denn wir sind nicht allein. Immer ein bisschen wenig Zeit haben, fehlt das oft zu. Ich hoffe aber doch, dass wir ein bisschen Einblick auch wenigstens in Ihren hochinteressanten und so wagnisreichen und sehr leicht angreifbaren Beruf gewonnen haben. Herr von Däniken, Sie haben in allen Ihren Büchern immer wieder den mit einem unermesslichen Glauben Ihre Theorie vertreten, dass außerirdische, gottähnliche Lebewesen unserer Erde einen Besuch abgestattet haben. Glauben ist gut. Wieso glauben? Ja, es spricht aus allen Ihren Büchern dieser unbedingte Glaube, denn Sie sind natürlich für diese Theorien sehr oft angegriffen worden. Und wenn auch große Wissenschaftler diese Theorie durchaus nicht von der Hand gewiesen haben, so sind sie doch eben von allen möglichen Seiten immer wieder in Frage gestellt worden. Zu gutem Recht, würde ich sagen. Ja, darf ich da gleich eine Frage stellen? Ich kann ja annehmen, dass ein großer Prozentsatz des Publikums, was einen Teil Ihrer Bücher kennt. Sie legen doch Wert auf Glaubwürdigkeit und Sie haben versucht, die Dinge immer wieder sehr wissenschaftlich zu untermauern. Sie haben dann die Geschichte geschrieben, und zwar in dem Buch Aussagen Kosmos, von der Höhle vom Rio Santiago. Haben Sie diese Höhle tatsächlich betreten? Eindeutig. Ich war im Seiteneingang in dieser Höhle drin, also nicht im Haupteingang. Und es war vorher, bevor wir eingetreten sind, zwischen den teilnehmenden Personen vereinbart worden, dass ich diesen Seiteneingang verschleiern soll im Buchtext. Aus guten Gründen. Es soll ja nicht jeder Hans mit Fritzen Kunst da einsteigen können. Gut. Nun sind Sie dort mit einem Mann, der der Situation dort kundig ist, Juan Moritz, gewesen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und dieser Mann, Juan Moritz, hat gesagt, Sie hätten diese Höhle niemals betreten, Sie wären höchstens mit einer fliegenden Untertasse dort durchgeflogen. Wie verhält sich das nun? Schauen Sie, man muss die ganze Höhlengeschichte vom Anfang an kennen. Wir können hier nicht einfach nur eine Rosine rauspücken. 1969 hat eine Expedition in die Höhlen stattgefunden. Die ecuadorianischen Zeitungen haben darüber berichtet, ganzseitig. Kurioserweise haben die damaligen Teilnehmer dieser Expedition ein Dokument unterzeichnet, ein rechtsgültiges Dokument, dass sie schweigen über den Eingang der Höhle, also die geografische Lokation, als auch die Gegenstände, die sie darin gesehen haben. Ein paar Jahre später, 1971, kommt der Herr von Däniken dahin, sieht, ohne an der Expedition gewesen zu sein, nur einen kleinen Seiteneingang, schreibt aber die ganze Story darüber, und jetzt haben die damaligen Teilnehmer sich irgendwie dupiert gefühlt, sie fühlten sich geprellt. Aber ich meine, entschuldigen Sie, Sie sagen, Sie haben nur den Seiteneingang gesehen, haben aber in Ihrem Buch noch ganz minutiös und genau beschrieben, wie Sie die Bibliotheca Metallica gesehen haben. Das ist richtig. Das müssen wir vielleicht erklären, was das ist. Was ist die Bibliotheca Metallica? Ach, stellen Sie sich vor, eine ganze Seitenwand, etwa 25 Meter lang, hat Folien, Metallfolien. Was ist das für ein Metall? Da bin ich überfragt. Juan Moritz sagt, es ist Gold. Darüber kann man streiten. Ich habe keine Möglichkeit, das zu kontrollieren.
für seine Worte wiedergeben. Und diese Metallfolien haben wie eingestempelte Zeichen. Ja. Übrigens, diese Metallbibliothek hat auch Herr Moritz in seiner notariellen Urkunde hervorgehoben, dass die existiert. Und die Teilnehmer haben doch unterzeichnet. Aber nun hat er eben in Veröffentlichungen gesagt, es gibt sie nicht. Ich meine, wie ist denn das zu verstehen? Ich glaube, das kann er ganz einfach nicht. Der Econ Verlag hat eine Dokumentation zu diesem ganzen Fragekomplex herausgegeben und hat die Korrespondenz zwischen diesen ecuadorianischen Teilnehmern und mir veröffentlicht. Und da sind auch die notariellen Urkunden veröffentlicht. Und es ist unmöglich, dass Herr Moritz sagen kann, mit ehrlichem Gewissen, es gibt diese Bibliothek nicht. Denn er selbst hat es ja notariell festgehalten. Ja. Er, nicht ich. Nun habe ich aber auch noch mit dem Bonner Archäologen Professor Oberen telefoniert. Und auch dieser Archäologe und Amerikanist und Fachmann für amerikanische Archäologie sagt, das wäre also vollkommener Unsinn. Diese Höhlen gäbe es zwar am Rio Santiago, aber sie wären also viele hundert Kilometer lang, nimmt man an. Und es, auch das, was Sie gesagt haben, Sie haben doch gesagt, es würde sich um diese glatt behauenen Wände wären also von Menschenhand oder zumindest wären also mit Werkzeugen, mit ganz besonderen, hervorragenden technischen Werkzeugen gemacht. Professor Oberen sagt, es handelt sich um reine Auswaschungen eines unterirdischen Flusses. Es ist schade, dass wir hier keine Dias haben. Ich hätte Ihnen gerne einige gezeigt. Ich mache das bei meinen Vorträgen jeweils und habe es jetzt in Amerika an der Tournee gemacht. Ich zeige die Bilder, die wenigen, die ich habe, und frage dann den Zuschauer, wenn das natürliche Kalkauswaschungen sind, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Zudem hat ausgerechnet Herr Moritz im Rio de la Plata-Ruf, das ist eine deutschsprachige Zeitung, die in Argentinien erscheint, 1970 in einem mehrseitigen Artikel die Künstlichkeit dieser Anlagen festgehalten, als Autor des Artikels, und hat Bilder gezeigt von behauenen Klötzen. Aber jetzt habe ich ja Professor Oberen zitiert, leider nicht Herrn Moritz. Professor Oberen. Übrigens sagt der Professor Oberhöft, dass der Herr Moritz ein Psychopath sei und dass man sowieso nicht glauben könnte, was er sagt. Nun, also darüber würde ich wirklich etwas vorsichtiger ausdrücken. Ich kenne Herrn Professor Oberhöft persönlich, ich schätze ihn außerordentlich. Ich bin überzeugt, dass er ein sehr korrekter und honester, ehrlicher Archäologe ist. Aber Herr Professor Oberhöft kennt Herrn Juan Moritz nicht persönlich und Herr Professor, ja, meines Wissens nicht. Oder wenn, dann ganz kurz, eine Begegnung vielleicht in 2 Minuten. Vielleicht haben wir eine Methode, jemanden abzuschießen, indem man ihn deklassiert. Sie sprachen von einem Psychopathen, ich kenne weder noch irgendeinen. Ich hätte eigentlich an Herrn von Däniken eine ganz andere Frage, die weniger auf ein bestimmtes Detail zielt, sondern auf seine Grundkonzeption, nämlich die Frage, als was verstehen Sie? Und darf ich zuvor sagen, Sie sind sicher angegriffen worden, ich bin nicht genau informiert. Ich möchte sagen, dass das, was Sie tun, ich habe Ihr letztes Buch Zurück zu den Sternen, Argumente für das Unmögliche, richtig etwas durchstudiert. Ich finde es faszinierend, als Autodidakt mit 18 Jahren beginnen, in der ganzen Welt herumzureisen, Fakten zu sammeln, die sicher für den, der das nicht weiß, außerordentlich eindrucksvoll sind, auch für mich. Das möchte ich auch dazu sagen. Viele Bereiche, die mir fremd sind und die Sie auf diese Weise in Ihrer Wissenschaft zugänglich machen. Nur die Art Ihrer Argumentation, Sie schreiben ja mit dem Untertitel Argumente für das Unmögliche. Das ist für mich gestanden, wenn ich das jetzt sah, als streng denkenden Wissenschaftler, den ich überzeugen. Sie schreiben sogar an einem Punkt,
Darf ich kurz unterbrechen? Ich habe nämlich den Eindruck, dass Sie jetzt das Gefühl haben, ich will Herrn von Delingens Theorien anzweifeln. Das tue ich überhaupt nicht. Ja, ich habe diese ganze Anfangsargumentation geführt, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass er so bewusst und so gut bemüht darum ist, wissenschaftliche Fundamente zu schaffen gegen die Urteile. Das ist der springende Punkt. Ja, ja, und dass er aber dann eben eine Sache benutzt, die Höhlengeschichte, deswegen habe ich sie nicht willkürlich herausgegriffen, wo man also beweisen kann oder wo Sie auch selber gesagt haben, dann, ich habe diese Höhlen nicht betreten. Und jetzt haben Sie wieder gesagt, ich habe sie betreten. Moment, Frau, so geht es nicht. Nein, das ist nicht das. So geht es nicht. Der Lenniken hat nie gesagt, ich habe diese Höhlen nicht betreten. Ich bedauere außerordentlich, Sie haben gesagt, den Seiteneingang. Ja, den Seiteneingang. Diesbezüglich. Und wo befindet sich diese Bibliothek am Metallica? Nein, dort befindet sich ein Teil davon. Wenn man die Geschichte kennt, die Dokumentation, die Escritura, die notarielle Beglaubigung, dann sagt der Moritz selber, dass wir mit verschiedenen Höhlen, verschiedenen Eingängen zu tun haben. Und in einem davon war ich. Nach der Auffassung von Herrn Moritz, war das, was ich gesehen habe, eine Kleinigkeit. Er hat sogar gespottet, du hast eigentlich nichts gesehen im Verhältnis zur Größe. Ich habe aber keine Möglichkeit, diese Größe, die er behauptet, existiere, zu kontrollieren. Ja. Aber ich habe nie gesagt, bin ich da drin gewesen, ob schon was geschrieben wurde. Könnte ja doch mal diese Frage von Herrn Delingen jetzt beantwortet wissen, aus was er sich versteht. Sie stehen wahrscheinlich an einer Stelle in Ihrem Buch, in Ihrem letzten Buch. Herr Professor. Wir haben es hier mit wissenschaftlichen Fakten zu tun und Sie bauen also eine Theorie auf, die über den genetischen Code geht, mit extraterrestrischen Intelligenzen. Das heißt, Sie machen prospektive Versuche. Ist der Eindruck, so prospektive Aussagen aus diesen Fakten zu machen. Ich nenne ein Beispiel. Die zeigen das Abbild eines Gottes aus Oberitalien, eine Menschfigur mit einer Art Hirschgeweih da oben. Nicht wahr? Und sie deduzieren nun. Und jetzt komme ich zu der Frage, sind Sie als ein wissenschaftlicher Redakteur, das hat zu Ende sagen, und deduzieren, dass das möglicherweise ein Astronaut mit Antennen ist. Ich würde sagen, jedes Kind, das spielt, steckt sich mal eine Feder an die Hose. Die zentralafrikanischen Negerstämme machen ihre rituellen Tänze in dieser Form, oder wenn sie wollen, in der Bundeswehr stecken und sich sowas an den Hut, damit man im Gelände nicht gesehen hat. Wie kommen Sie dazu, eine so einseitige Deduktion aus einer relativ banal zu erklärenden Erscheinung zu machen? In einer Woche. Nein, die ganze ist das Wissenschaft oder was bezwecken Sie? Nein, das ist nicht Wissenschaft. Ja, das ist nicht. Aber das ist keine einseitige Aktion. Ich möchte hier eher den Vorwurf unbekannt zurückgeben und sagen, wir haben in der Archäologie, in der Ethnologie, vielleicht in der Vergangenheit einseitige Aktionen getroffen. Wenn ich so ein Hirschgeweih, wie Sie es beschreiben, als Antenne interpretiere, so tue ich das deshalb, weil es nicht einmalig ist. Wir treffen die verwandten Gestalten rings um den Globus. Wir treffen sie in der Sahara, wir treffen sie in Australien, wir treffen sie in Neuseeland, wir treffen sie in Oberitalien, in Balkamonika, kurzum rings um den Globus in der historischen Zeit. Sie schließen rück, dass das alles schon mal gewesen ist. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja und nein. Dass das einmal wiederkommen wird. Das heißt, dass wir uns zurzeit eigentlich in einer Base, sozusagen unserer eigenen menschlichen Entwicklung befinden. Ich möchte hier mal kurz, Herr Professor, auf diese eingangs gestellte Frage eingehen. Aus was verstehe ich mich oder meine Bücher? Ich gebe Denkanstöße. Spekulationen, ich bezeichne die Spekulationen in den Büchern als Spekulationen, ich gebe wissenschaftliche Fakten, weil ich sie gebe, habe ich sie aus wissenschaftlicher Literatur und sage dann, das sagt beispielsweise Buch XY, das sieht man dann im Literaturverzeichnis. Ja. Aber die Fakten sind nicht meine erfundenen Fakten. Was hingegen meine erfundenen Sachen sind, das ist dann, nehmen wir den Blumenstrauß, den ich überall pflücke,
Ich mache nun das Band darum, die Querverbindung, und präsentiere diesen Strauß in einem neuen Bouquet. Dann sagen Sie mir doch, und was mache ich mit dem Strauß? Ich kann also von dieser Unterhaltung bisher nur sehr schwach folgen, weil ich das alles gar nicht nachprüfen kann und mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass sonst einer von uns kann. Das ist ja doch ein sehr langes und ausführliches Studium, dieses Gebiet zu erfordern. Aber was soll ich denn nun gesetzentals? Sie überzeugen mich? Was soll ich daraus schließen? Was bedeutet das eigentlich? Ja. Was sollen wir hier selbst den Anfang? Heißt das, dass wir keine... Darf ich alles sagen? Dann müssen wir vielleicht mal, könnte dann gerne auf den Strauß nochmal zurück. Ja, das ist aber den Strauß für den Wagen. Wir müssen mal ganz kurz das Gebiet umreißen. Ich glaube, das kann sie. Das kann man in 2 Minuten machen. Setzen wir mal voraus, irgendwo in der Galaxis gibt es eine intelligente Lebensform, die so weit ist, dass sie Raumfahrt auf intergalaktischen, oder sagen wir interstellaren Distanzen, also von Stern zu Stern, betreiben kann. Voraussetzung 1. Ich glaube, hier kann man nicht groß widersprechen, die Möglichkeit besteht. Nummer 2. Fragen wir uns, was bedeutet intelligent sein? Ich würde sagen, intelligent sein, das Kriterium hängt nicht allein an der Werkzeugbeschaffung. Wir haben den Band mit primitiven Werkzeug. Intelligent sein bedeutet stets Wissen vermehren. Eine Intelligenz will stets mehr Wissen. Sie hört nicht auf. Sie will stets mehr Wissen. Drittens, so wie Sie interstellare Distanzen zurücklegen können, müssen Sie gezwungenermaßen eine sehr hohe Geschwindigkeit ihrer Raumschiffe erreichen, sonst kommen sie nicht zum Ziel. Sie sind ja Augenblick unterwegs. Geht also nicht. Moment, ich komme auf Ihren Strauß zurück. Eine Sekunde. So wie Sie also, eine Sekunde, ich hab's gleich. Die Runde, bleibt eine halbe. So wie Sie sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen, haben Sie entsetzliche Zeitdifferenzen zwischen dem Startplatz und der Raumschiffbesatzung. Und alles zusammen. Wenn irgendwer das Wissen vermehren will und gleichzeitig weiß, dass er nach einer Expedition in der Galaxis gar niemand mehr zu Hause vorfindet, der dieses Wissen empfangen kann, ja 2 Millionen Jahre vielleicht vergangen, für die Raumschiffbesatzung nur 60 Jahre, wie kann man das Wissen vermehren, wenn niemand da ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, Sie müssen die Zeit überlisten. Um die Zeit zu überlisten, können Sie nun auf Ihrer Reise in jedem Sonnensystem das anfliegen und das Lebensmöglichkeiten in Ihrem Sinne hat, können Sie nun eine Intelligenz, was sagen, heranzüchten nach Ihrem Bilde und die Götter schufen den Menschen nach Ihrem Ebenbild. Auf der Hund. Jetzt haben Sie nämlich die Zeit überlistet, weil jetzt, wo immer in der Linie der Zeit auftauchen, existiert eine oder mehrere Intelligenzgruppen derselben Art. Wir haben den Strauß. Also wir reden immer so, als ob Sie zu diesem Raumschiff handeln würden. Ob Sie da sozusagen abgegangen von dieser Himmelsbande sind. Denn ich kann mich also so nicht definieren, sondern ich sitze hier patent wie ein Irrenbürger und erfahre jetzt, dass die Intelligenzen ja nur von anderen Sternen eingepflanzt ist und ich glaube, ich bisher auch mal mit diesem Vorrat bloß wirklich geholfen habe und eigentlich offenbar auch gar keine Aussicht habe, dass ich oder meinesgleichen Veränderungen schaffen können, weil ich muss jetzt warten, bis wieder einer vorbeikommt. Nein, überhaupt nicht. Und das ist ein außerordentlich unbehagliches Gefühl. Keineswegs, das ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Schauen Sie mal, ein Junge, wenn er ins Pubertätsalter kommt, weiß er doch ganz genau, mein Vater hat dieselbe Schwierigkeit auch schon gehabt. Vielleicht fragt er ihn um Rat. Was hast du gemacht in der Zeit? Da erzählt er ihm Wundergeschichten, die braver waren, Familie ernährt hat und immer. Wenn wir davon ausgehen, wie die Mythologie behauptet und alle alten Religionen, dass der Mensch ein Produkt der Götter ist, so ist die ganze Fragestellung verkehrt. Wir müssen uns dann nämlich nicht mehr fragen, das blödsinnig, wieso sollen außerirdische Intelligenz ausgerechnet ähnlich sein wie wir, wieso sollen sie ähnlich denken, eine ähnliche Technik entwickeln.
einem Menschenkind, nicht zu einem Krokodil. Das heißt, wir sind dasselbe wie die anderen. Bedeutet in der Praxis, Probleme, die wir heute haben, die unseren Planeten umbringen können, Probleme des Umweltschutzes, soziologische Probleme, Probleme der Raumschiff Erde, der Begriff Raumschiff Erde und so weiter, all diese Probleme haben die anderen bereits hinter sich. Der Sinn liegt also darin, dass man nach einem möglich vorhandenen Beweis sucht, den die Herren zurückgelassen haben. Man muss nicht auf die Brüder warten. Und da hat man wahrscheinlich bei einem Produkt Lösungen für diese Probleme. Und warum haben die eigentlich so wenig zurückgelassen? Ich meine, das, was da zurückgeblieben ist, sind primitive Darstellungen oder relativ primitive Darstellungen auf Felswänden und so weiter. Wir können uns das nachher mal in einem Film anschauen. Aber von den Raumschiffen oder von den Göttern oder von den Astronauten, wie auch immer sie sie nennen wollen, ist doch nichts zurückgeblieben. Kannst du Flugbahn stören noch sagen? Moment. Ja, ich bin nicht der Meinung, ich bin nicht der Meinung, dass fremde Kosmonauten Felszeichnungen gemacht hätten, Nein, aber wo sind Teile ihrer Technik zum Beispiel? Lieber Herr Schönherr, stellen wir uns mal vor, Sie und ich, wir hocken in so einem Raumschiff, wir gehen auf den Planeten X, wir finden dort Hominiden, meinetwegen Primaten, wir ändern sie durch eine gezielte künstliche Mutation. Als Spekulation nehmen wir das als Basis. Gut. Gehen wir weiter. Und wie würden wir zwei reagieren auf diesem Planeten, wenn wir ganz genau wissen, es dauert Jahrtausende, bis wir frühestens wieder zurück sein können? Wie würden wir reagieren? Ich bin überzeugt, Sie und ich, wir hätten den Wunsch, einen definitiven Beweis zurückzulassen. Etwas Endgültiges, okay? Das glaube ich. Etwas, was man nicht kaputt machen kann, durch Jahrtausende. Denn die damalige Generation versteht es ja nicht. Was immer das ist, sagen wir, das ist ein Buch, das man nicht zerstören kann. Was machen wir in der Praxis? Nehme ich nun das Buch und gebe das einem Oberpriester, einem Pharao, da hören wir einen Jungen, das ist dann sehr wichtig für eine spätere Generation. Warum? Ich weiß doch ganz genau, der Mann ist in 20 Jahren tot. Drei Generationen später haben sie Krieg. Also was es muss kaputt werden? Was muss man machen? Man muss einen Beweis an einem logisch-mathematischen Punkt deponieren. Das wäre was zum Beispiel? Logisch-mathematische Punkte auf diesem Globus, beispielsweise Nordpol, Südpol. Ja. Wir haben aber logisch-mathematische Punkte viel unberührbarer in unserem Sonnensystem, der ganze Nähe. Ja. Aber Moment, was wären die Beweise? Sie können nicht nach etwas suchen, wenn Sie nicht ahnen, dass es existiert. Sie müssen zuerst die Frage haben. Aus diesem Grunde, glaube ich, haben die Kosmonauten in voller Absicht Leute wie den Propheten Ezechiel oder Leute wie den Propheten Enoch mitgenommen auf kurze Raumschifffahrten, haben ihnen gesagt, schreibe auf, was hier geschieht. Wir haben die vollen Beschreibungen. Oder sie haben Vorfahren einfache Werkzeuge gegeben. Werkzeuge, mit denen man vielleicht ganz einfach Gestein ritzen kann. Wohl wissen, dass die Werkzeuge in 10 Jahren kaputt sind. Es ging nur um eines. 5000 Jahre später, wenn diese Gesellschaft, die sich gezwungenermaßen, weil Produkt in derselben geistigen Richtung entwickeln muss, wenn diese Gesellschaft Weltraumfahrt betreibt, muss sie stutzig werden. Sie muss sich fragen, was in unserer Vergangenheit stimmt nicht. Erst wenn sie diese Frage hat, kann sie fragen, könnten wir vielleicht aus dem Kosmos besucht worden sein? Erst wenn sie so weit sind, können sie sagen, ja, müsste denn da nicht ein definitiver Beweis vorhanden sein? Und wenn sie die Frage haben, dann können sie anfangen, gezielt danach zu suchen. Bis heute haben wir nie gesucht. Wir haben nur die Indizien zusammengezählt. Darauf hinweisen. Und wenn wir das jetzt richtig verstehen, dann sucht irgendwo und finden aus jetzt zwei Ratschläge, so wie bei der Schnitzeljagd, wo man dann schließlich herausfinden, die Anweisung für den nächsten. Sie könnten hier direkt die Bibel zitieren, suchen und wo werden finden. Hallo, hallo. Aber sind Sie sind vielleicht wirklich ein Prophet?
Nein, sagen Sie, ein Prophet, das hat etwas Alttestamentarisches, etwas Religiöses, etwas. Es ist ein messianischer Glaube, der dann hintersteckt, dass eben andere, höhere, besser entwickelte, weitaus qualifizierter und Segen bringen können und das Heil oder vielleicht auch hinterlassen haben, irgendwo in einem hohlen Baum oder eben wiederkommen und uns das bringen. Und stört Sie das, wenn ich das nicht so stört, dass wir uns dann als eine so minderwertige, so ein kolonisiertes Volk empfinden müssen, was von der Gnade dieser unbekannten Sternentypen haben abhängt. Wir es denn auf diesem Planeten, auf den neuen Kontinente erobert und anders betrieben? Sind denn die australischen Aborigines nicht nur uns kolonisiert oder sozusagen zivilisiert worden? Ja. Jetzt kommt das selbe raus. Wenn Sie die Mythologien kennen, wenn Sie beispielsweise ein Buch Henoch Kapitel 15 kennen, möchte ich jeden Ethnologen fragen, wie du meine Güte, wo ihr mir das anders auslegt. Wenn Sie einen Propheten Ezekiel kennen, und wir haben bezüglich Ezekiel definitiv den Beweis heute, das Buch von Herrn Brumbeck, da tat sich der Himmel auf, ist ein wissenschaftlicher Beweis, dass der Prophet Ezekiel 592 vor Christus ein Raumschiff beschreibt. Entweder akzeptiert man diese Facts, und das ist nun ein Fact, aber nicht Däniken. Aber der Prophet Däniken beschreibt 1974 ein Raumschiff, und deshalb ist es eben doch trotzdem wahrscheinlich für spätere Generationen kein Beweis. Oder vielleicht doch. Muss man sehen, dass sie dann glauben. Aber wenn Sie da, ich bin nochmal auf Ihrer, Ezekiel kenne ich ja leider nicht, aber auf die australische Aborigines kommen, da sind sie eben gerade so. Hören, dass ja ganz offensichtlich nicht in ihrem Interesse kolonisiert worden sind, sondern im Interesse der Kolonisatoren. Deshalb wehre ich mich auch so gegen die Vorstellung und wehre mich richtig so mit Unglauben dagegen, gegen die Vorstellung von im Interesse der Kolonisatoren. Sind wir, wenn die Theorie stimmt, intelligent geworden? Siehe, Überlistung der Zeit. Zeitfassung. Ich möchte gerne auf den Strauß. Ich möchte gerne eine Widerstandsbewegung gegen Ich möchte gerne meine eigene Intelligenz entwickeln, meine Erdinteressen vertreten. Und ich möchte auch nicht darauf warten, dass ich da durch die Gnade anderer fruchtet werde. Das ist sicherlich auch etwas, was mir so aus der weiblichen Erfahrungswelt schon so unangenehm ist, dass man da immer unterworfen sein soll und auf höhere Wesen warten. Ja, natürlich, aber schauen wir mal. Dass der Mensch von Affen abstammt, das bezweifle ich nicht. Keineswegs, ich akzeptiere Darwins Theorie, wir haben die Knochenfunde, wir haben das Gewiss und so weiter, alles schön und gut. Aber ich bedauere, keiner der anderen Primaten ist intelligent geworden. Nur wir. Die anderen hatten in der Evolution desselben Familienstammes, wenn man grob will, Schimpansen oder Gerillas, sie hatten dieselbe Zeit, intelligent zu werden. Haben Sie einen Gorilla mit Hosen gesehen? Oder mit Schmuckern? Ich höre Menge, jede Menge. Selbst im Zirkus spricht noch kein Gorilla und kein Schimpanse. Sie haben kein Sprachzentrum. Die Chromosomenform ist völlig verschieden. Das ist aber dann keine Argumentation. Ich weiß, Sie verwenden Spekulation und Argumentation. Der Unterschied Ihres Buches stimmt einfach nicht. Argumente, das ist auch wieder so unmöglich. Nicht wahr? Spekulieren Sie verständlich. Das ist ja auch faszinierend. Das heißt, Sie sind ein moderner Märchenerzähler. Sie müssen fast in einen Zusammenhang bringen, in einen Zusammenhang, der sehr anregend ist. Damit lebt ja nicht nur vom Brot allein, er will ja auch unterhalten sein und sicher geben Sie auch gewisse Anstöße. Aber es ist kein rationales wissenschaftliches Denken drin. Nämlich, unter wissenschaftliches Denken versteht man alternative Einsatz. Hier muss sich der Vorwurf machen, dass man einseitig denkt. Denn die Querverbindungen, gerade zur Mythologie, zu den alten Schriften, zu den Apokalypsen, die haben immer die Wissenschaftler. Die haben immer nur eine Alternative. Nicht? Und der Wissenschaftler hat abzuwägen. Nach der Potenz der Möglichkeiten. Also darüber kann man nicht vorschreiben. Keine Wertigkeit, gar nichts sagen. Nicht nur damals immer in Ihres Buches. Und wenn ich richtig verstanden habe, verstehen Sie auch gar nicht als ein wissenschaftlicher Publizist. Nein. Sondern, ich habe gesagt, Spekulation, Querverbindung, Denk,
Anstöße. Und hierin sehe ich auch die Aufgabe. Schauen Sie, ich habe vielleicht eine Art Verunsicherung betrieben. Und ich denke, es gibt eine Art heilsame Verunsicherung. Meine Erfahrung jetzt eben aus den USA, wo ich am 32. amerikanischen Hochschulen war, zeigt mir, dass ernsthaft von den Fachwissenschaftlern der einzelnen Branchen diese Möglichkeit mit der Querverbindung diskutiert wird. Ich bin einem recht. Wissenschaft heißt auch Fantasie haben, heißt sogar träumen, heißt Theoreme aufstellen. Das ist alles richtig. Nicht wahr? Und insofern ist die heutige Zeit natürlich gerade so faszinierend. Wieso die heutige Zeit? Doch, doch. Denn da diese Möglichkeit gab, oder da will ich Ihnen recht geben, dass unter Umständen einmal eine genetische Manipulation möglich sein wird. Eine gezielte künstliche Mutation. Nicht wahr, wie Sie ja schreiben, nicht wahr, Sie sind gefragt, dass demnächst in den Supermarkt gehen und ein Eintrager aus dem Embryo mit all den Intelligenzquotienten sich einverleiben lassen, die Sie sich für Ihren Nachkommen wünscht. Das ist natürlich eine wahre Spekulation. Die Frage ist nun, ist das auch menschlich? Darf ich kurz unterbrechen? Das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ein Fachgespräch. Es hat jemand uns angerufen, 300 Anrufer haben wir. Und zwar, die bitten alle, diese Anrufer möchten gerne wissen oder möchten gerne haben, dass der Herr von Däniken seine Tabakspfeife demonstriert, ob die nämlich aus grauer Vorzeit stammt oder ob das vielleicht. Darf ich Sie mal ob das vielleicht etwas mit Apollo zu tun hat, wenn man das so nach unten biegt, dann könnte man vielleicht fast auf die Idee kommen. Nur aus Anstand habe ich Sie nicht. Also wenn man Sie so hinstellt, oder wenn man Sie also so zeigen würde, nicht? Und dann wäre es eigentlich so eine Art Apollo-Kapsel. Ist das ein Zufall? Ja, ganz einfach. Schauen Sie, man steckt den Tabak da vorne rein, man macht. Man zündet das Ding an und da muss man nicht stoppen von der Vorderseite, man stoppt von hinten einfach so. Man hat also hier Luft, ist das Ding leer, dann öffnet man es wieder, geht zum nächsten Aschenbecher, Feierabend. Ich habe von diesen Dingen eine ganze Menge seit vielen Jahren, ich verstehe gar nicht, warum man die Dinge nicht kennt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie gern einen Daumen nach oben, teilen Sie das Video und schreiben Sie einen Kommentar. Bleiben Sie neugierig.